Ihr wollt also wissen, was dieses Lab ist, von dem euch eure Freundin, Bruder oder Arbeitskollege erzählt hat? Dann seid ihr hier genau richtig. Moin Leute, schön, dass ihr hier seid zu einem Einsteigervideo in der OT-Blase. Bevor wir anfangen, ein paar kurze Worte zu mir und diesem Kanal. Ich bin Dominik, die eine Hälfte von der OT-Blase. Ich mache seit ungefähr 2005 Lab und betreibe seit 2 Jahren die OT-Blase, dem Lab-Podcast, zusammen mit Lukas, den ihr jetzt hier in diesem Bild eingeblendet seht. Zusammen machen wir einen Podcast und Videos rund um das Thema Lab, sei es jetzt mit Interviews mit interessanten Leuten aus der Szene oder Videos von Veranstaltungen, die wir besucht haben. Schaut euch mal auf unserem Kanal um, damit ihr seht, wie wir so drauf sind. In diesem Video werde ich euch die groben Grundprinzipien hinter Lab erklären. Dabei ist allerdings wichtig zu erwähnen, dass in der Praxis sich einige Details von meiner Erklärung unterscheiden werden. Lab ist ein unglaublich vielseitiges Hobby und hat einige Varianten, deren Elemente sich voneinander ein wenig abheben. Ihr könnt dieses Video als ersten Wegweiser in dieses Thema verstehen und hoffentlich ein paar Eindrücke von einem leider sehr, sehr missverstandenen Hobby gewinnen. Deswegen fangen wir am besten bei der absoluten Grundlage an, und zwar dem Begriff Lab. Lab ist eine Abkürzung und steht für Live Action Roleplay. Grob übersetzt kann man es als real gespieltes Rollenspiel übersetzen. Ähnlich wie bei den Rollenspielen am PC oder der Konsole erstellt ihr auch bei diesem Spiel einen eigenen Charakter. Der große Unterschied ist hierbei, dass ihr diesen Charakter so darstellt, wie das ein Schauspieler am Theater oder Film machen würde. Sprich, ihr überlegt euch nicht nur den Charakter, sondern auch die passende Verkleidung und wie er sich im Spiel verhält oder Entscheidungen trifft. Gespielt wird auf speziellen Events, die in Deutschland Cons heißen und im internationalen Run oder Labs genannt werden. Diese Cons haben immer ein übergeordnetes Szenario, was erklärt, wo euer Charakter gerade ist und was auf diesem Event passiert. Das können ganz einfache Begebenheiten wie zum Beispiel ein Dorffest sein, aber auch monumentale Schlachten zwischen verschiedenen Armeen oder das Simulieren von ganzen Städten kann als Schauplatz für solche Lab-Cons dienen. Dabei werden im Lab diese Szenarien in verschiedene Genres unterteilt. In Deutschland wird dabei am meisten im sogenannten Fantasy-Genre gespielt. Dieses Genre kann man am besten vergleichen mit Game of Thrones, Herr der Ringe oder der Witcher-Videospielreihe. Auf diesen Events könnt ihr euch als euer Charakter, soweit es das Szenario zulässt, frei bewegen und das Geschehen mit euren Entscheidungen und eurem Spiel beeinflussen. Dabei gibt es meistens kein Gewinnen oder Verlieren, da es im Lab um das Spielerlebnis geht, was ihr euch und anderen geschaffen habt. Eins der wichtigsten Prinzipien im Live-Action-Roleplay ist, dass ihr während des Spiels immer in Character seid. Im Lab hat man hierfür die Begriffe IT und OT. IT steht für In-Time und beschreibt alles, was im Spiel passiert. OT dagegen steht für Out-Time und beschreibt alles, was außerhalb des Spiels ist. Ein kleines Beispiel. Wenn ich mir im Spiel einen Gegenstand erhandle, dann mache ich das IT. Wenn mir daraufhin der Händler verdeckt erklärt, was dieser Gegenstand im Spiel kann, macht er dies OT. Um zu kennzeichnen, dass gerade etwas OT gesagt oder getan wird, bilden die betroffenen Spieler für gewöhnlich mit den Armen ein X. Mit der Ausnahme von wichtigen Anweisungen oder Notfallhilfe könnt ihr alles, was OT gesagt oder getan wird, einfach ignorieren, wenn ihr nicht betroffen seid. So, kommen wir zum Schluss noch zum groben Ablauf einer LabCon, einfach nur damit ihr wisst, was auf euch zukommen würde. LabCons werden immer von einem Organisatorenteam, kurz Orga, ausgetragen. Diese schreiben vorher die Geschichte des Events, suchen das passende Gelände aus und leiten vor Ort das Spiel an. Kommen wir nun zum Ablauf. Für gewöhnlich kann man vor dem Spiel aufs Gelände, um zum Beispiel Zelte oder Kulissen aufzubauen, sich anzumelden oder Schlafplätze zu beziehen. Man kann sich dann auf das Spiel vorbereiten, sich umziehen, aber auch mit anderen Spielern sich austauschen. Kurz vor dem Spiel macht die Spielleitung, kurz SL, für alle Spieler meistens noch eine Ansprache. Dabei werden wichtige Dinge wie zum Beispiel Sicherheitshinweise besprochen, aber auch letzte Fragen der Spieler geklärt. Danach wird meistens der sogenannte Time-In, also der offizielle Spielbeginn, ausgerufen. Ab diesem Zeitpunkt ist alles, was passiert, IT. Das Ende des Spiels wird passenderweise als Time-Out bezeichnet und ist je nachdem, wie lang die Veranstaltung geht, meistens am letzten Abend des Spiels. Im Gegensatz zum Time-In beschreibt der Time-Out meistens keinen bestimmten Zeitpunkt, zu dem eine Veranstaltung aufhört, sondern kann vielmehr als ein Zeitpunkt verstanden werden, zu dem das Spiel langsam ausklingt. Man hat ab diesem Zeitpunkt dann meistens die Gelegenheit, mit seinen Mitspielern über das Event oder bestimmte Spielsituationen zu reden, aber auch die Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen. Lab ist ein unglaublich soziales Hobby und neue Bekanntschaften können die Erfahrungen im als auch neben dem Spiel erweitern und somit unglaublich bereichern.
Ja, das war unsere grobe Erklärung, worum es sich bei LARP so ungefähr handelt. Falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie in den Kommentaren. Wir werden unser Bestes tun, um sie zu beantworten. Dieses Video ist quasi der Startschuss für eine kleine Serie, die wir machen möchten für LARP-Anfänger, also für euch hoffentlich. Von daher freut euch auf mehr und vor allem liked dieses Video, abonniert diesen Kanal, damit ihr auch weiterhin am Ball bleibt für euren LARP-Einstieg. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch auf dieser Reise weiterhin zu begleiten. Macht es gut. Ciao.